Servus bei Bayern Absolut, liebe Zuhörer. Falls ihr keinen Adelstitel habt, noch keinen Doktor nicht gemacht habt oder sagt, das ist schon spät, dann bleibt eigentlich bloß nur mal ein Orden. Der höchste, der dann noch verfügbar ist, das ist der Bayerische Verdienstorden. Um den geht's. Und jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit dem Sigi. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Sigi, grüß dich, habe die Ehre. Grüß dich, Mani. Sigi, wo bist du denn weiter weg? Vom Bayerischen Verdienstorden oder von der Frauenkirche? Vom Bayerischen Verdienstorden. Meilenweit weg. Meilenweit, obwohl das man bei uns einen Kilometer rechnet. Ja, und wenn es bloß Luftlinie ist. Also darfst du nicht sagen, dass ich halt jetzt der Bayerische Verdienstorden-Spezialist bin. Bist du nicht? Nein. Hast du schon mal gesehen? Live noch nicht. Live noch nicht? Nein. Ich habe mich gefragt, ob heutzutage der überhaupt noch zahlt in dieser Internetgesellschaft. Weil schau mal her, wenn du jetzt auf die Straße gehst und dann fragst du jetzt einmal in der Fußgängerzone, Zminger drin, dann fragst, hättet ihr Lust auf einen Bayerischen Verdienstorden? Dann sagen die meisten Leute wahrscheinlich ja, weil umsonst nehmen sie immer alles, gell? Aber wenn du jetzt fragst, so ein, sag ich jetzt einmal, ein junger Campi, und dann sagst du, du kannst jetzt von mir sofort 100 Likes auf deinen letzten Post haben oder einen Bayerischen Verdienstorden. Dann darf er wahrscheinlich die 100 Likes nehmen. Meinst du, dass er die 100 Likes nehmen hat? Ja, weil er vom Verdienstorden halt überhaupt keine Ahnung hat, dass sowas überhaupt gibt und was das bedeutet. Wenn jetzt einer in die Natur rausfahrt, zum Beispiel gern so Schifferl fahren und so in den Tierpark oder was weiß ich, du kannst ja mit dem Verdienstorden, darfst du dann kostenlos dein Leben lang mit Begleitung Schifferl fahren. Das darfst du, ja. Ja, und auch die Museen darfst du besuchen. Aha. Das sind die Vorteile, die du hast. Also das ist jetzt das, was nach außen hin so getragen wird. Ich weiß nicht, welche Höhe ist der dotiert? Gibt es da Kohle? Das habe ich versucht auszufinden, weil es heißt, es ist der zweithöchste Orden in Bayern. Der höchste ist ja der Maximiliansorden für die Wissenschaft. Ich habe aber nirgends gelesen, dass er mit irgendeinem Preisgeld versehen ist. Na, das ist halt eine Ehre. Es ist eine Ehre und eine Auszeichnung ja auch für irgendwas, oder? Ja, freilich, du musst ja vorher was gemacht haben. Also wir machen jetzt seit zwei Jahren einen Podcast, also wir haben den Orden noch nicht, das heißt, wir müssen mir noch ein bisschen Gas geben. Du siehst, wenn jetzt da jeder, der wo da irgendwas in irgendeinem Mikrofon einredet, gleich irgendeinen Preis gekriegt hat, da darf man gar nicht mehr fertig werden. Vor lauter Preise. Und es gibt ja auch nicht so viel. Es dürfen bloß 2000 lebendige Träger des Ordens vorhanden sein. Das habe ich auch gelesen. Das ist eine gesetzliche Grundlage. Da gibt es ein bayerisches Verdienstordensverleihungsgesetz. Oder wie heißt das? Vielleicht hast du da einen Namen. So ähnlich. Ich bin darüber gestolpert, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Aber so ähnlich heißt es. Ich habe mir nachgeschaut, weil ich gehofft habe, dass das du weißt. Nein. Und da steht drin eben 2000. Genau. Und insgesamt, glaube ich, sind es bisher so, weiß nicht, so 1500 sind es. Also über 1500. Ja, drüber sogar. Ich glaube, so 70. 1700, sind schon also 17. Über 1500 auf alle Fälle, genau. Zwischen 1500 und 2000, sagen wir mal, im Augenblick lebendige. Ich glaube, dass so 1700 irgendwie sowas sind. Und 5800, also circa, haben den insgesamt schon gekriegt. Genau, aber die sind ja weggestorben. Nimmt man denen dann das Kreuz wieder weg? Muss man dann wieder einschicken? Wissen du es nicht. Also es ist jetzt sehr interessant. Ich habe mir gedacht, dass jetzt ist ja dieser staatliche Orden, gell? Und dann habe ich mir halt gedacht, gut, wenn du jetzt ins Internet reinschaust, auf die Seiten von der Staatsregierung oder vom Innenministerium oder wem auch immer, muss da was drinnen stehen. Wie das genau ist, habe ich mir alles erwartet. Ob man sich bewerben kann oder wie? Ja, das habe ich gefunden, wie das geht. Aber man muss sich echt bewerben. Aber jetzt warte mal, eins noch mal anderen. Aber wie die Regularien genau sind, da gibt es das Gesetz, das habe ich schon gefunden. Aber so viele Detailsachen, wie du gerade angesprochen hast, ob man den zum Beispiel zurückgeben muss, das habe ich nicht gefunden. Ja gut, der gilt ja lebenslang, also dieser Orden. Und ja, Und auch die. Achso, die nehmen die ja wieder weg. Ja, wegen, wie heißt die Formulierung? Ungebührliches Verhandeln. Ja, irgendwie anders. Eher anrüchig oder irgendwie. Also, wenn sie außerstellt, dass du der Gangster bist. Mhm. Und die Formulierung ist wichtig, wenn sie es außerstellt. Du darfst das sein, aber es darfst du halt nicht außerstellen. Erst, wenn du verurteilt wärst oder wenn. Es muss nicht unbedingt deine Verurteilung, glaube ich, sein, aber du musst halt irgendwas zu Schulden kommen lassen und dann wird dir das aberkannt. Unter was für Voraussetzungen? Weil. Normalerweise die Orden kriegen, die haben ja meistens ein Mordslebenswerk. Darum sage ich ja, wir sind so weit, also viel, viel weiter weg von der Frauenkirche mit dem Orden als,
als irgendwie was anderes. Mhm. Weil das sind ja große Lebenswerke. Letztes Jahr. Ja, nicht alle. Gibt der Jüngere, die wohnen kriegen. Ja, freilich. Also gefühlt der halbe FC Bayern ist da dabei. Der Polt hat letztes Jahr den Preis gekriegt. Ja. Und das kann man ja nicht vergleichen. Der hat ja wirklich für die Kultur und für Kunst und für das Alles und für die Sprache und für. Der hat sich für Bayern halt stark gemacht. Und das hat alles in seinem Leben ausgemacht. Und wenn ihr jetzt überlegt, wer verleiht den? Das ist der Ministerpräsident. Ja. Aber der kriegt ihn automatisch. Das ist der Einzige, der ihn automatisch beim Amtsantritt kriegt. Genau, und weil du gesagt hast, Gangster. Schau mal, was muss sich der zu Schulden kommen lassen, dass ich ihm den wieder wegnehme, obwohl er automatisch den kriegt? Wenn der aus dem Amt scheidet, gibt er ihn dann wieder ab? Nein. Also der kann einen Haufen Sauereien anstellen und machen und jetzt... Weißt du, das muss ja auch entschieden werden. Also wenn jetzt da irgendwie was aufkommt, jetzt fragst du mich, jetzt muss ich da überlegen. Aber ich sage gerade, so schnell wird der nicht entzogen. Vor allem nicht, wenn du Ministerpräsident bist oder warst. Ja, und jetzt mag ich dich nicht an irgendwelche Personen festmachen, aber ganz allgemein. Ja. Weil das ja seit 1957 wäre der verliehen. Ich glaube, dass der nicht leichtfertig entzogen wird. Und ich glaube auch, dass jetzt nicht leichtfertig irgendjemand den kriegt, wo man schon... Jetzt hätte ich beinahe gesagt, wo man weiß, dass er schon was angestellt hat, aber das Problem ist ja immer, es gibt ja schon viele Leute, die an Positionen sind, wo man schon weiß, dass da was war. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Sigi, wie darfst du das handhaben, wenn du der Ministerpräsident warst? Und dann darfst du wissen, zum Beispiel der hat viel für Bayern da, aber das ist ein Gangster oder der hat sich was zu Schulden kommen lassen. Wenn das rauskommt, dann ist er los. Darfst du dann dem den verleihen? Mei, wenn es Bayern nicht schaut. Ich meine, jeder hat ja irgendwelche Leichen im Keller oder was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht lass da seinen Baum beim Nachbarn über den Zaun drüber wachsen, dann kannst du immer den Orden nicht wegnehmen. Aber er hat halt für Bayern viel Großes getan, was weiß ich, dass die Wirtschaft aufgeht, dass den Leuten gut geht und so weiter, dass die Natur erhalten bleibt. Dass also jetzt pass auf, wenn jetzt ich Ministerpräsident war und jetzt müsste ich den Orden verleihen, dann darf ich mir doch wahrscheinlich überlegen, also diese Person, die wo jetzt da so Herausragendes geleistet hat für Bayern, und ich weiß, die hat irgendwas angesteuert. Und dann müsste man doch eigentlich überlegen, dass wenn jetzt das rauskommt, was die Person angesteuert hat oder was putte, darf das dazu führen, dass der Orden aberkannt wird. Das muss doch eigentlich die Überlegung sein, weil es gibt doch viele Leute, die wo da oben sitzen, die, wo, da wo jeder irgendwie ein bisschen was hat, wo man angreifen kann. Also allein von dem, wenn es nach dem geht, dann darf es ganz wenige Preise oder Orden oder vielleicht so verleihen. Also so muss doch dann die Überlegung sein, wenn du jetzt einen riesen Schlamassel gemacht hast und dann weißt du, oh, das kommt irgendwann einmal raus, also oder ich als Ministerpräsident, dann gebe ich dir einen Orden nicht. Wenn jetzt ich aber sage, naja gut, jetzt hat er da, ich weiß nicht, was ist denn ein kleines Vergehen, keine Ahnung was, irgendwas kleines, was jetzt nicht zu einer Freiheitsstrafe führt, dann sagst du wahrscheinlich, naja, du weißt ja nicht immer, stimmt's oder wie wird dann das Gericht entscheiden? Dann sagst du wahrscheinlich vielleicht im Zweifel, wenn es für Bayern gut ist, weil auch Bayern wäre, finde ich, dadurch geehrt, wenn herausragende Persönlichkeiten das kriegen, oder? Ja, das stimmt schon. Aber ich habe ganz, ganz lustig beim Schauen, was so um den Verdienstorden rum passiert und wer den schon alles gekriegt hat, da bin ich auf irgendwie so Musikgruppen gestoßen. Und die deren so Gstanzl singen. Unter anderem auch über den Bayerischen Verdienstorden. Und, in dem Text, wo die halt singen, da kriegt ein gefühlt auch jeder. Also wenn du bei Bofrost einkaufst oder bei Ikea, da gehört er dir und so weiter und so fort. Dann machen sich halt recht lustig über die Vergabe von diesem Orden. War das wirklich der Bayerische Verdienstorden oder war das nicht das Bundesverdienstkreuz? Ui, ich glaube, das war schon der Orden. War der wird aber nicht so oft verliehen. Ich meine, wenn du sagst, 2000 lebendige Leute haben den, das finde ich ist nicht so viel. Ja, Tote kriegt man überhaupt einen Orden posthum auch? Gibt es sowas? Jetzt pass auf, generell gibt es Orden posthum, ja, aber beim Bayerischen Verdienstorden, den gibt es nicht posthum, außer mit einer Ausnahme, und zwar, wenn du, ich glaube, an hätte ich bei einem Nothelfer gesagt, aber das ist ja schon wieder religiös, wenn du beim Unfall irgendwie hilfst und dann selber zu umkimmst, dann ist es möglich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja gut, aber ich glaube, das ist ja nicht das, was man anstrebt. Das ist nicht das, was man anstrebt. Vor allem, da musst du sagen, ja, dann kriegst du einen Orden und dann musst du aber sterben, gell? Bist du gleichzeitig von diesen 2000 schon wieder weggegangen.
Da spart man sich den ganzen Firlefanz, der da drumherum veranstaltet wird. Weil das sind ja ehrwürdige Hallen, wo die verliehen werden. Im Aquarium. Im Aquarium erleiht der Ministerpräsident, der jeweils amtierende Ministerpräsident oder jemanden, den er da hinschickt, der verleiht den. Ja. Ja. Ein Event. Ein Ereignis. Ein großartiges Ereignis. Das ist schon ein Ereignis. Du, warum kommen wir überhaupt drauf? Jetzt haben wir ja schon 10 Minuten, jetzt schon über 10 Minuten geredet, jetzt pass auf. Warum ausgerechnet jetzt, ist die Frage. Natürlich, weil im Oktober wieder der Preis verliehen worden ist, oder der Orden besser gesagt, vom bayerischen Ministerpräsidenten. Und da haben, du hast ja gerade gesagt, die halbe die Mannschaft vom FC Bayern, hast du gesagt, ja, hat genau. Den schon. Dieses Jahr hat er da, ich glaube, der Müller gekriegt, oder? Müller habe ich gesehen. Müller hat ihn gekriegt. Der Neuer hat ihn gekriegt. Aber nicht dieses Jahr, oder? Nein, vor ein paar Jahren. Dann der Schweinsteiger ist mit dabei. Glaube ich, ja. Und bestimmt der Lahm auch wahrscheinlich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also wo ich gehört habe, okay, Schweinsteiger, Müller, Neuer, okay, dann kann man vielleicht beim FC Bayern einmal schauen, wer den noch hat. Die Fans vom FC Bayern werden natürlich sagen, ja, yeah, natürlich, logisch, da gehört die ganze Elf, gehört da ausgestattet mit diesem Kreuz. Die 60er werden dagegen sein? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber die 60er, die 60er sind doch eher prädestiniert. Also wenn du jetzt an Müller anschaust, an Thomas Müller, der hat jetzt seit junger Bursch, zur A-Mannschaft gekommen, mit 19 oder irgendwie sowas. Nein, frag mich nicht wegen Fußball. Oder mit 18, ich weiß nicht, also ganz jung. Seitdem spielt der beim FC Bayern. Den, wenn du im Interview siehst, klar, redet jetzt schon so hochdeutsch gefärbt ganz stark, aber er haut doch seine bayerischen Brocken noch immer aus. Er ist schon authentischer wie andere. Und er ist grübig, finde ich. Der lässt sich nicht, der nimmt die Sachen ernst, aber nicht ernster, wie es sind. Also das, finde ich, ist schon so ein bisschen ein Aushängeschild und auch ein Botschafter für Bayern. Da, wenn jetzt ein Preisenschell das anschaut, dann muss er eigentlich sagen, Respekt vor dem Mo, wie der das macht. Also das, finde ich, ist dann ein positiver Beitrag für Bayern. Und er hat ja eine große Reichweite, weil als Fußballspieler vom FC Bayern, da bist du ja. Aber der ist ja auch so jung. Ich meine, der macht ja sowieso bloß das, was ihm Spaß macht, Fußball spielen. Ja. So. Aber wenn der jetzt speziell ausgezeichnet wird, wer entscheidet das? Ist der dem würdig? Du kannst dann Müller auf keinen Fall mit dem Gerhard Poll vergleichen. Nein, das nicht. Jeder auf seinem Gebiet. Jetzt pass auf, wie es dazu kommt, dass man den Preis überhaupt kriegt. Also, das ist ja eine enge Angelegenheit. Es ist nämlich ja so, dass der bayerische Ministerpräsident, der schlägt schon mal so ein paar Kandidaten vor. Gell? Und dann geht es an den Beirat. Und der Beirat, der, jetzt pass mal auf, ich habe es mir aufgeschrieben, glaube ich. Nein, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Auf alle Fälle der Beirat, der schaut sich dann die Empfehlungen vom Ministerpräsident an. Und der Beirat, der besteht aus dem stellvertretenden Ministerpräsidenten. Kriegt der auch gleich so einen Nein, Orden oder einen Halberten? Nein, der kriegt gar keinen. Der Beirat besteht aus dem Ministerpräsidentenvertreter plus, jetzt weiß ich gar nicht mehr, nochmal irgendeinen, aber ganz nah am Ministerpräsidenten. Da habe ich mal gedacht, das ist nicht wirklich ein unabhängiger Beirat. Also so, ja, das hat ja Geschmäckle, wie dann, so dann kommt da was raus und dann geht diese Empfehlung wieder zurück zum Ministerpräsidenten und der entscheidet dann. Also wenn es ihm nicht taugt, dann kriegt also der vorgeschlagene Korn. Auf gut Deutsch kannst du sagen, der Ministerpräsident entscheidet. Und dass man sagt, das ist ein Beirat, da, darum geht das einmal kurz zum Beirat hier und dann wieder zurück. Aber der hat nicht so viel Relevanz, der gibt dann eine Stellungnahme oder auch irgendwie sowas ab. Und der hat eben das Vorschlagsrecht, wie ich gerade gesagt habe. Wir, einfache Leute, haben kein Vorschlagsrecht, aber wir können, wie nennen Sie das, irgendwie eine Anregung hinschicken. Da gehst du auf die Webseiten drauf, ich glaube auf bayern.de oder wo das war. Und dann ist da so ein Formular, da druckst du die Kontaktdaten von dir ein und die Daten von dem, den du vorschlagst. Und dann mit einer Begründung, warum der den Bayerischen Verdienstorden kriegen soll. Und dann stehen unten ein paar Punkte drunter, zum Beispiel die, wo man beachten soll, bevor man es weggeschickt. Wenn man sich selber vorschlägt, kann man davon ausgehen, dass man nicht genommen wird. Ja, gerade nicht, oder? Ja, weil sonst dann sich ja alle vor. Die Zugriffszahlen, die waren ja enorm. Die waren ja brutal.
dass wir uns jeden Tag selber vorschlagen. Also wir müssen mal schon bescheiden sein. Wir können ja nicht sagen, ja, wir machen was für Bayern oder so, sondern wir sitzen in der Kirche und nehmen auf. Ja, eben. Nein. Also, wir müssen halt mal schon was anderes machen. Da gibt es ganz andere Leute, die wo so viel leisten für Bayern. Und da sind viele. Mei, weißt du, wenn einer bekannt ist wie der Müller oder wie der Fußballer, haben ja einige Leute den gekriegt, jetzt dieses Jahr wieder, die wo bekannt sind. Die kriegen halt eher, weil sie bekannt sind. Aber es werden auch nur andere Leute ausgezeichnet. Die halt eher unterm Radar fliegen. Die wo unterm Radar, die wo jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit stehen. Und das finde ich auch gut, wenn ich mir die Listen so anschaue. Ich würde sagen, so ein Viertel, ein Drittel sind so ein bisschen Leute, die man kennt. Und die anderen kennt man nicht. Und das finde ich ist auch gar keine so schlechte Mischung nicht, weil die, die den Drang, den Orden, also die Ordensträger, wenn man weiß, wer das ist, die geben ja auch dem Orden eigentlich die Bedeutung an sich. Weil wenn jetzt du Leute was geben würdest, lauter Verbrecher oder so. Mhm. Ja, du musst dich schon, du musst dich dann, wenn du Träger von so einem Orden bist, musst du dich dann schon zusammenreißen, weil du bist ja dann auch eigentlich eine Lichtgestalt oder zumindest irgendwie ein Vorbild. Ja, ja. Wo die Leute halt aufschauen und da kannst du dich nicht aufführen. Ja, also glaube ich schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, eben drum meine Frage ganz am Anfang. Welche Rolle spielt so ein Orden heutzutage noch? Wenn jetzt einer mit einem Orden vor dir steht, da denken wir uns, wie uns vielleicht was. Was ist mit dem 20-Jährigen in der Fußgängerzone? Sagt der, du, schön, dass du einen Orden hast, aber ich finde es viel besser, dass du, was weiß ich, Hunderttausende oder Millionen von Follower hast oder Likes im Internet. Naja, gut, was spielt das nur eine Rolle? Ist das halt nur. Je nach die Werte, die man eben halt transportiert hat, ist eine Erziehungsfrage auch. Weil es ist ja mit dem Internet ist ja recht, wie soll ich sagen, kurzlebig. Kurzlebig, ja. So ein Eintagsfliegen. Also selbst 10 Jahre ist ja noch nichts, weil die Karriere ist vorbei, was machst du denn dann? Oh, ja. Oder wenn der Strom ausfällt, das Internet ist fort, aber der Orden, der hängt da eben noch am Hals. Das stimmt. Andererseits kannst du für beides nichts kaufen. Das meinst jetzt du? Also weißt du jetzt doch, was das monetär bringt? Was das monetär bringt? Soll ich dir was sagen? Ich war eine Mischung zwischen, ich habe es fast nicht glauben können und ein bisschen so schade. Bei meinen Recherchen, bei meinen jahrelangen Recherchen auf die Folge. Jetzt tragt er auf. Bin ich zufälligerweise auf was gestoßen. Da zufällig. Da ist nämlich der bayerische Verdienstorden verkauft worden. Ach. Aha. Verkauft? Ja. Ja, weil du kannst den nicht kaufen. Nein, du kannst den nicht kaufen. Also. Und den nachmachen darfst du ihn auch nicht. Natürlich darfst du ihn auch nicht nachmachen. Ich weiß gar nicht, ob es strafbar ist. Also, die schreiben, dass die Rechte liegen bei die, ich glaube, Gebrüder sind es, Gebrüder Hämmerle. Also, Hämmerle, der Juwelier in der Maximilianstraße. Und die haben das damals. Also 57 ist ja das erste Mal verliehen worden, der Preis. Und die haben den damals quasi, würde man sagen, designed, also entwickelt halt, das Aussehen. Das Geschmacksmuster, glaube ich. Das Geschmacksmuster. Wenn du jetzt sagst, ich glaube, 70 Jahre halten so Patente eigentlich, oder sind es 20 Jahre? Nein, 20 Jahre eigentlich bloß. Also ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch geschützt ist, das frage ich mich. Aber schreiben deren sie es zumindest, dass er noch geschützt war. Also Gebrüder Hämmerle. Und Kaffee kostet er nicht. Aber der im Internet verkauft er. Der im Internet? Ja. Wer also, ist denn der im Internet? Ja, Verkäufer im Internet halt einfach. Und dann habe ich, das ist ein Händler oder Privatmo, in jedem Fall einer, der wo sich anscheinend auf Orden spezialisiert hat, also der verkauft mehrere Orden. Da gibt es schon ganz andere, die sind wesentlich günstiger, die kosten vielleicht bloß 100 oder 200. Der bayerische Verdienstorden kostet da knapp 2000 Euro. Das geht aber. Also wenn du jetzt da sowas sammelst, dann ist das bestimmt interessant, weil der ist ja doch relativ selten, außer du bastelst ihn dir halt selber oder du gehst in die Maximilianstraße und sagst, wir brauchen da zwei Orden für unseren Podcast. Ja macht uns einen eigenen Podcast-Orden. Also das fand ich fast ein bisschen schade, weil ich mir gedacht habe, also was meinst du, wer das eigentlich verkauft? Meinst du, das ist wahrscheinlich aus dem Nachlass. Aus dem Nachlass, das oder? Sicher. Das heißt, das würde ja jetzt dann die Frage beantworten, ob man den wieder zurückgeben muss. Ja, und ich glaube eben nicht. Also ich glaube nicht, dass man den zurückgeben muss. Er hat auch ein bisschen, wie soll ich sagen, am Abgriffer, am Rand so ein bisschen Abgriffer ausgeschaut. Vielleicht beschreiben wir nochmal, wie er ausschaut. Weiß-blau. Aha, ja, die Farben sind drin, ja. So ein bisschen ein Stern.
Nein, nicht ein Stern, ein Kreuz ist, gell? Ja, das ist ein Malteserkreuz. Mhm. Weißt du, das, was nach außen hin dicker wird? So, so ein Malteserkreuz. Genau. Und das gleich lang ist auf alle vier Seiten. Und die Arme, sagt man halt dazu, die wo da rausgingen, die sind weiß, weiß emailliert. Außenrum ist so ein blauer Rand. Mhm. Und dann in der Mitte ist eine so ein runder eine Rundung drin hat. Und da ist auf der Vorderseite ist Moment, was ist auf der Vorderseite? Auf der Vorderseite ist das weiß-blaue Rautenmuster, ja, mit einer Goldumrandung auch. Und auf der Rückseite ist in dem runden, Kreis. Steht der Name drin? Nein, ja, da ist der, es ist schwarzer Hintergrund und im Vordergrund ist der goldene bayerische Löwe. Sauber. Und halt das Ganze aus Email, also oder beziehungsweise emailliert. Ja, nicht schlecht. Schaut er aus. Als Mo tragst du am Hals und als Frau gibt es dann die Ausfertigung mit der Schleife. Ostecker. Ah, okay. Mhm. Ah ja, genau, mit der Schleife, das habe ich gesehen. Mhm. Und du tragst noch am Hals, so wie die, weißt du, wie so eine Herzogkette oder wie man da sagt. Das, ja, wo man, also wie ein Orden halt eigentlich, wie ein Orden, also gut, ein Orden kostet ja, den kostet ja am, du kostet auch am Revers, da gibt es so Nadeln noch dazu und dann gibt es, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt, diese, weißt du das, wo die Militärleute immer haben, diese ganzen, ach, diese Vierecke, die viereckigen Dinger da, jetzt habe ich ein paar verschiedene Namen für das gleiche gelesen, jetzt weiß ich es nicht mehr. Also in den verschiedenen Ausfertigungen gibt es, dass das zu jeder Gelegenheit dran kostet. Also in jedem Fall ist er eher links zum Drang. Mhm. Am Herzen. Am Herzen, ja genau. Ja. Am Herzen, ja. So schaut der aus. Ja, für 2000 Euro bist du dabei. Und aus dem Nachlass meinst du, oder? Ja, geht ja gar nicht anders. Ein Lebendiger, der darf sich das doch gar nicht trauen. Ich wenn das die Runde, stell dir mal vor, auch nicht, oder? Der Müller verkauft jetzt seinen Verdienstorden. Skandal. Schrot. Der spielt nie wieder. Der sitzt da auf der Ersatzbank. Und meinst zwar du, in der Kabine. Aha. Ja, sagt der Nagelsmann, ich bin auch Bayer. Nein, ja, nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Ja, also einen Verdienstorden zum Verkaufen. Also das muss ja fast ein direkter Erbe muss ja das fast sein, oder? Weil wenn es den erst seit 1957 gibt, das kann ja wahrscheinlich die erste Generation wird das wahrscheinlich sein, die wo das dann weitergeben hat. Entschuldigung. Macht nichts. Ja, und du musst ja nicht 57 geboren sein, dass du da Anspruch erheben darfst, sondern die waren ja damals ja auch schon älter. Da sind ja durch alle Altersgruppen ist ja da was dabei oder sind Leute dabei, die den Orden verliehen bekommen. Mhm. Und irgendeiner ist halt dann auf dem Weg bis Jahr 2022 verstorben. Und dann hat er den halt hinterlassen. Hat ihn hinterlassen und der Erbe sagt, ich hab damit nichts am Hut. Jetzt weiß ich, wie es war. Ah? Jetzt weiß ich, wie es war. Du weißt das. Ja. Also der, wo den gekriegt hat, das war ein bayerischer Verdienstträger. Und der hat das dann vererbt. Und aus irgendeinem Grund war das ein Preis der Erbe. Und der Preis sagt nein, das tue ich mir hier nicht an. Und dann hat er geschaut, dass er ihn verkauft. Ja, dann hat dem quasi die Nähe zu dem Ganzen gefehlt. Ja, oder hat es nicht verstanden. Die Distanz war zu groß. Das wird sein. Aha. Das wird sein. Oder vielleicht der den Verdienstorden bekommen hat, verliehen hat, war dem nicht würdig und dem anderen war es einfach wurscht und hat gesagt, den Zwickel, den nehmen wir mit und dann hat er verkauft. Meinst du, ja. Vielleicht? Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also ich denke mir so, für so eine Familiengeschichte ist doch das was Schönes. Irgendwie da ist in der Familie mal der Verdienstorden da verliehen worden. Ich muss ja so sagen, ich glaube, es kommt nicht auf einen Orden an, den du irgendwo mal verliehen kriegst. Ich glaube, du kannst so viele tolle Sachen im Leben machen, da brauchst du nicht irgendeinen organisierten Orden dafür. Also von dem her. Aber den trotzdem gekriegt zu haben, ist doch auch was Tolles, oder? Ja, auf jeden Fall. Den man aufhebt und nicht verkauft, oder? Ja, dass du das gerade sagst, ist ja also wichtig und das lässt ja auch tief blicken. Das heißt, dass der den Orden verliehen bekommen hat, der ist ja dann verstorben, wenn wir sagen, okay, das wurde halt posthum verkauft. Ja, ja. Dann der das verkauft hat, hat ja quasi das Erbe nicht übernommen. Also sprich, wenn der sich dann nicht weiter engagiert. Mhm. Das heißt, das ist das, was gemacht worden ist, ist nicht weiter forciert worden oder ist nicht weiter vorangetrieben worden, weil sonst da der sowas irgendwo im Chefbüro hängen bis auf Lebenszeit. Also das heißt, dafür, dass der Orden verliehen worden ist, für diese Tätigkeit, das ist entweder eingestellt worden oder es hat keine Relevanz mehr.
Weil sonst verkaufst du dir sowas nicht. Da bist du da Generationen später noch stolz drauf. Ja, oder waren wir da knapp bei der Kasse? Also hat man das Geld, braucht man das Geld da unbedingt? Aber nein, schau mal, wenn du überlegst, es werden 2000 lebendige Orden verliehen. Du weißt schon, was ich meine. Ja, es können genau. maximal 2000. Dann ist das ja eine Rarität, eine Seltenheit und eine Auszeichnung, dass du dich halt da engagiert hast. Mhm, und wenn danach sich nicht mehr engagiert wird dafür, für die 2000, du kannst da wahrscheinlich zur Bank gehen und kannst sagen, sie schauen es her, die Geschichte läuft, ich brauche Kohle, einen Kredit. Ja, was haben Sie Sicherheiten? Ja, ich habe den Verdienstorden. Verdienstorden als Sicherheit? Nein, sondern ganz einfach als Reputationsbeweis, dass du sagst, wir wollen das weitermachen und das ist dem... Das war dem Ministerpräsidenten und all denen, die ich quasi da aufgerufen haben, für als würdig erhalten, so viel wert, dass ich diesen Orden habe. Also bitte schön, liebe Bank, glaubt mir, dass ich da kreditwürdig bin. Also was, du darfst jetzt mit einem Verdienstorden dazu zur Bank reingehen und darfst sagen, das Auto, das ich da gerne refinanzieren darf, das kann ich beweisen, dass ich es drauf habe, weil ich von meinem Opa einen Verdienstorden habe oder was? Ja, wenn du die Geschichte, die der Opa gemacht hast, weitermachst. Es geht dann ja, du hast ja gesagt, wegen der Kohle, weil wenn du Kohle brauchst, dann gehst du halt hin und legst quasi als Pfand den Verdienstorden hin. Ja. Das ist nur als Argumentationshilfe. Du weißt ja nicht, wer das war, wer er verkauft hat, das wirst du vielleicht auch nicht rausfinden, weil es steht ja kein Name drauf, an wen das verliehen worden ist. Also du kriegst eine Urkunde bei der Verleihung auch natürlich, aber der Name wird ja nicht draufgedruckt auf den Orden. Das heißt, das wirst du wahrscheinlich nie rausfinden, wer das war. Oder gestohlen. Weil der Name, wenn draufsteht, das Zertifikat ist ja nicht fest verbunden. Weil du tragst ja den Orden am Revers und nicht mit einem Papier noch mit drunter. Also wenn er tatsächlich gestohlen worden war, dann hoffe ich doch, dass unsere Behörden da besser drauf schauen werden. Weil wenn ein bayerischer Verdienstorden gestohlen wird, dass der dann da so frei im Internet umeinander schwirrt, das fand ich schon sehr nachlässig, wenn das der Staat nicht drauf hätte. Dann kann man dann die Google-Männer. Dann kann man vielleicht, weißt du was, mir ist jetzt ja gerade die ganze Zeit im Kopf gekommen, dass das mit den Orden, man ist da irgendwie so weit weg, zum Teil gefühlt, aber eigentlich das, dass du eine Anerkennung kriegst, dass du was Gutes machst für die Gesellschaft, fürs Land jetzt in dem Fall Bayern, das ist doch eigentlich was, was man wieder ein bisschen mehr einführen müsste sogar, oder? Ich glaube, das hat der Söder im letzten Jahr eben bei der Verleihung für einen Polt, hat das, glaube ich, gesagt. Hat der das gesagt? Dass man da einfach wieder mehr Wertschätzung geben muss in einer so schwierigen Zeit wie heute. Ich finde schon, weil irgendwie, wenn du da schaust, und das wird doch nicht weniger, jeder strampelt doch gerade mal für sich selber. Also jetzt überspitzt gesagt. Aber das ist doch viel mehr so das eigene Süppchen und immer weniger für die Gemeinschaft. Ja. Für die Gemeinschaft, ja. Wie kann man uns einbringen? Jetzt mal ohne Absicht, dass wir den Orden kriegen, weil der, wie es so schön heißt, der Mo geht nicht zum Orden, sondern der Orden kommt zu den Leuten. Ja, ach du Siege. Was machen wir? Ramadama an der Isar. Ramadama, du weißt du was? Also das mit dem Orden übrigens, ich finde, da gibt es viel, viel andere Leute, die den Orden verdient haben. Das, glaube ich, sind wir nicht wir. Mei, also ich finde schon, dass man so mit Bayern absolut ein bisschen was fürs Land, was heißt fürs Land, das jetzt ist hochtrabend auch, aber versucht man ja für die Gemeinschaft was zu machen, oder? Für jeden, der nur bayerisch spricht oder zumindest bayerisch versteht. Und es hören ja auch ein paar ausländische Zuhörer bei uns zu. Also von dem her, ein bisschen was macht man ja. Wir sind mal klar, natürlich, aber ein bisschen was tun wir, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Und uns gibt es ja auch, wenn die Wiesn einmal ausfällt. Genau, uns gibt es immer. Siehst du das? Außer, wir sind beständiger wie die Wiesn. Ja, das Einzige, was uns aufhält, das ist, wenn der Strom weggeht ist oder wenn das Internet einmal weggeht ist. Aber ansonsten gibt es uns noch weiter. Und dann schreiben wir das, was wir reden, auf Schiefertafeln auf. Ja, oder wir dämmen es mit Rauchzeichen irgendwo übers Land da drüber wandern lassen. Weißt du was, Sigi, sag mal den einen Satz nochmal. Weil mit dem kann man dann auch schon langsam schließen. Wenn es uns nicht mehr, uns gibt es immer, wie hast du gesagt? Die Beständigkeit. Wir sind beständiger wie die Wiesn. So schaut's aus. Sigi, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Mach's gut. Vierte Mal. Habe deri. Ja, liebe Zuhörer, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für die Erderfolge.
Wir schauten mit Inga aus, war für euch das was, das Ziel, den Bayerischen Verdienstorden zum kriegen? Also, ihr braucht eigentlich bloß jemanden anderen finden, der euch vorschlägt, dann seid ihr zumindest schon mal irgendwo registriert. Naja, also, wir machen in jedem Fall weiter mit dem Podcast, den Orden, auf den da lernen wir wirklich nicht. Und ich hoffe aber, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.